Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wolfgang Riedel, für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen. 2021 ist endlich vorbei. Kleinen Haken gemacht. Und was ist jetzt mit 2022? Oh je. Ich habe die ganze Zeit versucht, also so kurz nach Silvester, aber auch schon so ein bisschen in der Vorbereitung für das Ende des Jahres, habe ich einfach mal nochmal so meine Glaskugel geguckt und habe geschaut, was will ich in 2022? Welchen Weg will ich einschlagen? Was will ich persönlich erleben? Was will ich persönlich erfahren? Was will ich in meinem Business machen? Was mache ich mit meinem Business? Und ehrlich gesagt, gingen dann auch so ein paar Spaziergänge bei drauf, wo ich mich dann selbst gefragt habe, boah, was erlebe ich eigentlich meine Bestimmung? Was ist überhaupt dieses Wort Bestimmung? Ist es jemand bestimmt über mich, dass ich etwas zu tun, zu lassen oder zu machen habe für mein Leben? Und ich merke, nee, das ist eine Qualität, die ist in mir. Und ich kann jetzt irgendwie mit 50 sagen, okay, cool. Es lichtet sich so ein bisschen der Horizont mit dem, was ich unter meiner Bestimmung empfinde, glaube zu leben, zum Teil auch wirklich schon lebe in der Form, dass ich Menschen inspiriere, dass ich berühre, dass ich das, was ich habe, auch weitergebe und nicht nur für mich zurückhalte. Und wenn ich eins sagen kann, ist, dass das da draußen super unzuverlässig geworden ist. Und Verlässlichkeit ist etwas, was ich glaube, wir in unserem Leben die ganze Zeit auch ein Stück weit immer wieder suchen. Welche Dinge sind verlässlich? Und klar, wenn wir jetzt sagen, da draußen, das, was da hier auf diesem Planeten passiert, wirft uns oder dich immer wieder zurück auf diesen Punkt von Verlässlichkeit beziehungsweise Unzuverlässigkeit da draußen. Denn kaum glaubt man, oh, ich weiß, wo es lang geht und geht dann eine Woche oder 14 Tage, was auch immer diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, da gehen und bam, kommt wieder was Neues dazu. Und dann sitzen wir auf einmal wieder da und merken so, okay, hat wieder nicht funktioniert. Dann sind wir so schlau, viele von uns, die so auch so mit inneren Dingen arbeiten, die gucken dann hin und sagen so, ah ja, ich guck mal nach innen und schau mir das mal an, was ich da drin so habe. Folge den schlauen Worten von großartigen Lehrern und Lehrerinnen, veranker dich im Moment, in der Gegenwart, in deinem Jetzt, in deinem Sein. Ehrlich gesagt, auch das ist unbeständig. Also wenn ich jedes Mal danach suche, was ist das überhaupt in mir drin, was ist da beständig, auch hier, hallo, meine Gedanken, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der Gedankenfluten hat. Ich bin jetzt so von meinem Naturell eher so ein Planer, das heißt, ich habe also mehr so diese Zukunftsgedanken. Vielleicht bist du jemand, der eigentlich mehr in der Vergangenheit schwelgt und eher so zurückschaut, was habe ich getan, wie bin ich da gewesen. Da ist einfach so eine Typfrage. Aber letztlich ist auch das ist einfach eine unbeständige Situation. Was mir wieder gekommen ist, war, das ist etwas, was ich früher aus den Blütenessenzen-Trainings, die ich gegeben habe, immer wieder am Anfang gemacht habe. Und das fiel mir so um den 27. Dezember letzten Jahres ein. Das in sich verankern, um wieder seinen Kompass zu finden, seine Ausrichtung zu finden. Zu schauen, wohin schlägt denn die Nadel? Und nicht ständig im Kreis drehen, sondern einfach genau wissen, wo ist so Norden, wo ist Süden, wo ist Osten, wo ist Westen, wo ist oben, wo ist unten, wo ist rechts, links, vorne, hinten. Und dadurch, dass ich diese Struktur wieder in mir sozusagen aufgestellt habe und die nicht abhängig davon ist, wie diese Welt gerade funktioniert oder wie Menschen interagieren oder auf uns eingehen oder nicht eingehen, da merkte ich dann so, ah, okay, dadurch, dass ich mich in meinem Raum orientiere, indem ich eine Ausrichtung habe,
kann ich diesen Mittelpunkt finden, dadurch, dass ich einfach die Linien ziehe. Das ist oben, das ist unten, das ist rechts, das ist links. Vielleicht bei dir jetzt gerade anders. Aber wenn ich dann deine Linie ziehe, treffen sich die Linien irgendwo. Und genau da, wo die Linien sich treffen, da ist ein X-Mark, da ist ein Punkt. Und dieser Punkt ist natürlich auch immer wieder veränderbar. Auch das ist nichts Festes, aber ich habe eine Verankerung in mir. Und von dieser Verankerung aus kann ich dann sozusagen navigieren. Kann sagen, richte ich mich mehr nach Osten aus? Okay, mehr der aufsteigenden Sonne, gibt es etwas, was ich ins Leben bringen will? Oder richte ich mich mehr nach Westen aus? Ich will etwas zu Ende bringen, verändern und still werden lassen? Oder richte ich mich sozusagen nach Norden aus und schaue einfach, okay, wo ist mein Ursprung? Richte ich mich nach Süden aus, quasi in das Projekt, beziehungsweise welche Qualitäten meiner Ahnen kommen mit dazu? Und so kann man natürlich auch immer auch die Zwischenräume mit dazu nehmen, wenn man sozusagen verankert ist mit dem, was einem schon geläufig ist. Und dieses Geläufigsein, das braucht Zeit, das muss eine Form von Kennenlernen werden. In der traditionellen chinesischen Medizin sind die Himmelsrichtungen auch Tieren zugeordnet. Und jemand, der so mit einem inneren Krafttier arbeitet, kann sich zum Beispiel mit so einem Krafttier verbinden. Bestimmte Himmelsrichtungen sind auch bestimmten Emotionen zugeordnet. Und der Osten, der ist der Neugier, der Kindlichkeit zugeordnet. Und ich kann diese Qualitäten nutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mehr nach Osten ausrichte, das in mein Leben zu bringen, weil ich merke, dass es vielleicht zu wenig ist oder weil ich merke, weil das die Qualität ist, die ich gerade brauche. So, von daher ist, sich diesem Kompass auszurichten, diesem inneren Kompass auszurichten, eine der für mich gerade genialsten Formen, weil ich mich damit in eine Unabhängigkeit nach außen begebe. Ich bin nicht mehr davon abhängig, ob diese Person mich nun mag, die mir da gegenüber sitzt oder nicht. Oder einer von denen, der mir jetzt hier gerade zuhört, ob diese Person mich mag oder nicht. Und sagt, nee, ich klicke mal wieder weg, ist mir gerade ein bisschen komisch. Ich gebe nicht mehr die Kraft dort hinein, anderen oder den Situationen zu gefallen, damit ich etwas zurückbekomme. Sondern ich werde zu meinem eigenen Herr, in deinem Fall vielleicht als Frau, zu deiner Herrin oder. Ne? Also auch da gibt es viele verschiedene Spielarten. Du wirst wieder Königin oder König deines Reiches in dir drin. Und das ist das Schöne, wenn wir sozusagen diese Struktur in uns kennengelernt haben, um dann dementsprechend auch zu navigieren. Und meine Einladung ist, sich mit diesem Thema auch nochmal tiefgreifend auseinanderzusetzen. Ich werde morgen eine Meditation dazu anleiten, zu diesem Thema Kompass, inneres Ausrichten, beziehungsweise erstmal definieren, was ist mein Kompass. Und am Sonntag gebe ich dann ein ganzes Tagesretreat, wo wir uns sozusagen dann das alte Jahr nochmal kurz anschauen. Da will ich nicht so viel Zeit mit verbringen. Und dann gucken wir ins neue Jahr. Ich kann für mich schon mal sagen, es sind noch gar nicht so diese Projekte in mir, die ich hervorbringen möchte, sondern es sind eher Qualitäten, die ich hervorbringen möchte. Ich habe keinen Bock mehr, einfach nur zu produzieren. Ich habe Lust darauf, bestimmte Qualitäten mehr in meinem Leben hervorzubringen. Und diese Qualitäten auch anzupacken und anzuschieben. Und das immer wieder ausgerichtet auf meinen inneren Kompass. Und am Sonntag werde ich dann viel mehr auch nochmal über diese einzelnen Himmelsrichtungen sprechen, die Tiere mit dazu reinbringen und dann dementsprechend auch die Informationen. Einfach, es ist einfach auch mal super zu wissen, was überhaupt Norden für dich bedeutet. Und auch da ist es nicht vollständig, was ich weitergeben werde, sondern ich gebe die Informationen über die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, und nehme meinen Bezug aus dem Daoismus.
Warum? Weil wir wenig hier in Europa in unserer alten, traditionellen Medizin bzw. energetischen Sichtweise noch dazu wissen oder da überhaupt überliefert bekommen haben. Du musst nicht Chinesisch lernen, um das zu verstehen. Ich werde das schon so auch vermitteln, dass man das Gefühl hat von, ah ja, okay, ich weiß, wovon er redet. Und dann wirst du damit auch sozusagen weitergeschubst. Du wirst eingeladen, weiter deine eigenen Erfahrungen damit zu machen. Was es für dich bedeutet, dich nach Norden auszurichten, nach Süden, nach Westen, nach Osten. Und zwar immer von deinem Mittelpunkt, von dem Punkt, wo dieses Kreuz zusammenkommt, wo dieser Punkt deines Zentrums ist, der sehr variabel sein kann. Diejenigen, ich sehe jetzt einige Yoga-Leute auch schon zuschauen, diejenigen von euch, die Yoga machen, ihr könnt das auch in eure Yoga-Praxis bringen. Ihr könnt euer Schambein auf 12 Uhr ausrichten, euer Kreuzbein auf 6 Uhr, rechte Hüfte auf 9 Uhr, linke Hüfte auf 3 Uhr und euch wahrnehmen innerhalb der Yoga-Position, wie fühlt es sich an, sich so auszurichten? Wo ist da das Kreuz, das entsteht? Wo ist der Mittelpunkt aus diesen vier Richtungen innerhalb der Position? Wie transportiert sich das weiter nach oben oder nach unten? Also es gibt mannigfaltige Formen, wie man das umsetzen kann. Auch das werde ich am Sonntag noch weiter inspirierend weitergeben. Schalte dich morgen wieder dazu. Ich werde morgen so gegen die Mittagszeit nochmal da sein. Dann werde ich euch mit dieser ersten einführenden Meditation inspirieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Was nochmal jetzt genau mit diesem Einklang-Retreat bedeutet. Einklang, ich mag einfach dieses Wort, ist eigentlich schon eine Tradition, das gebe ich jetzt seit 4 Jahren, jedes Jahr im Januar. Und letztes Jahr war es das erste Mal online. Es hat so super funktioniert. Nein, wir machen kein Yoga, wir werden meditieren, reflektieren, zuhören. Ihr werdet vielleicht auch was malen, vielleicht auch was singen, ohne dass ich es höre oder der andere. Einfach für dich. Also es ist so auch ein Stück weit ein experimentelles Feld, was wir machen. Und genau, wenn du Fragen hast, schreib sie. Ich freue mich von dir zu hören. Und sage an dieser Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Ciao und tschüss. Bis morgen.